Ihr hattet auf Instagram abgestimmt und wolltet als nächstes das Aufgebraucht sehen. Ich wasche gerade Wäsche. Ich hoffe, das hört man nicht im Hintergrund. Und ich hoffe jetzt auch, dass weder der Postbote klingelt noch sonst was, weil ihr wisst, ich kann nicht schneiden. Legen wir los mit den Sachen aus meinem Projekt Aufbrauchen. Da habe ich zum einen einmal das Isana-Bad leer gemacht. Das riecht unheimlich gut. Also wirklich, wenn ihr auf Lavendel und Vanille steht, das ist so geil. Also ich habe es geliebt. Dann auch auf meinem Projekt Aufbrauchen ist der Badezusatz von Balea mit Blaubeere und Mandel. Der riecht auch verdammt gut. Leider riecht der Schaum nicht mehr so danach. Also es schäumt wirklich gut auf. Ist auch fester, fluffiger Schaum in der Badewanne. Aber der Geruch, der verfliegt relativ schnell. Leider. Dann haben wir einmal von Douglas Hair das Illuminating Shampoo aus der Ultimate Shine Reihe. War jetzt nichts Besonderes. Soll mit Fruchtessig und Mango sein. Riecht ein bisschen süßlich pflegend. Also ich rieche jetzt weder Mango noch irgendwie süßer Essig. Soll wahrscheinlich Apfelessig oder sonstiges sein. Steht halt nur Fruchtessig drauf. War nicht so meins. War wie jedes andere Shampoo auch. Dann auch aus meinem Projekt ist von Haas. Einmal der Argan Oil of From Marokko Repairing Conditioner. Der roch echt gut, aber wirklich. Aber habe ich auch bessere. Ich habe früher den Aussie 3-Minute Miracle Reconstructor geliebt. Ich liebe die Aussie-Sachen. Die riechen einfach nach Kaugummi, aber kriegt man ja jetzt nicht mehr, weil die ja vom Markt genommen worden sind. Dann die Balea Body Lotion. Das ist aus dem Adventskalender vom letzten Jahr. Ist mit Zimt und Karamell. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das gefällt. Also ich stehe auf Karamell, aber absolut gar nicht auf Zimtgerüche. Aber war geil. Hat jetzt nicht so super mega gepflegt. Ich habe trockene Haut. Ich brauche da eher ein bisschen mehr Pflege. Aber es war in Ordnung. So, dann einmal dieses Schätzchen hier, auch aus dem letzten Adventskalender mit Vanilla-Chai-Duft. Ja, Duft so lala, aber die Pflege, ja, ist schon reichhaltiger als die Bodylotion, aber das hinterlässt so Streifen. Und ich hasse das, wenn eine Bodybutter so Streifen hinterlässt, dass ihr so lange cremen müsst und euch einfach nicht ordentlich anziehen könnt. Dann einmal das Shampoo von Main Tail. Hat mir vorher gar nichts gesagt. Roch auf jeden Fall okay. Ein bisschen cremig, seifig würde ich sagen vom Geruch her. War jetzt auch nicht weltüberragend. Ich finde die Verpackung auch richtig scheiße, muss ich sagen. Also allgemein bei den meisten kleinen Sachen, weil ihr drückt, ihr kriegt irgendwann nichts mehr raus und die Flasche ist noch gefühlt halb voll. Finde ich doof. Dann haben wir einmal von Clearasil das Porenreiniger Waschgel. Fand ich echt gut, muss ich sagen. Also normalerweise hieß es ja früher immer, von Clearasil wird die Haut abhängig. Habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Ich habe aber auch die Pille abgesetzt und alles Mögliche. Meine Haut explodiert gerade eh. Ich fand es an sich ganz gut. Also würde ich mir wiederholen, wenn ich nicht noch 8 Trilliarden Waschgele hätte. Dann einmal der Hand- und Nagelbalsam, fokussiere. Der ist aus dem vorletzten Adventskalender. Das ist nämlich noch der Magic Winter gewesen. Roch, meine ich, nach nichts Besonderem. Nein, riecht wirklich jetzt nicht sonderlich berauschend nach irgendwas Fruchtigem, irgendwas Süßem oder so. Ja, zog relativ schnell ein, aber die Pflege reicht für mich halt nicht. Aber ich brauche die halt trotzdem alle auf, ne? Dann einmal von Jesander die Simply Rich Body Cream. Ich habe auch noch die Fragrance Body Cream, glaube ich, hier irgendwo. Roch echt gut, aber ist wie mit allen parfümierten Bodylotions. Die Pflege ist halt echt mau, ne? Dann, ich habe immer 2 Proben in meinem Projekt aufbrauchen, weil ich die halt auch nach und nach aufbrauchen möchte. Klar, ich benutze auch zwischendurch andere Sachen. Aber ich habe zum Beispiel immer eine Maske drin oder einen Badezusatz. Hatte ich für letzten Monat halt auch. Das war dann einmal der Balea Sprudelbadetab in Kokos. War ich komplett enttäuscht von. Also ich habe noch die anderen beiden hier in, weiß ich nicht, auf jeden Fall pink und gelb. Ich habe die anderen beiden auch noch.
Aber Sprudeln ist für mich was anderes. Das ist irgendwie wie ein sehr trauriger Waschmaschinentab gefühlt. Und der Duft war auch ja, eigentlich weg, nachdem ich es in die Wanne gehauen habe. Dann auch aus dem Bereich Proben von Rivalde Loeb. Ja, wurde alles überarbeitet, heißt jetzt alles Isana. Die Hydrobooster Tuchmaske liebe ich nach wie vor, ob jetzt mit Rivalde Loeb oder Isana drauf. Die waren im Ausverkauf gewesen, als umgestellt wurde. Und ich habe, glaube ich, 8, 9 Päckchen davon gekauft. Also ein paar habe ich noch, aber auf jeden Fall nicht mehr alle. Dann kommen wir zu den normalen Produkten, die ich neben dem Projekt Auftauchen leer gemacht habe. Das ist einmal von L'Oreal. Das ist die Peeling-Maske Tonerde Absolut. Also die ist wirklich, die ist leer. Da seht ihr es. Ich liebe die. Ich mag den Duft davon. Klar, man muss die abwaschen. Man muss auch ein bisschen mehr waschen. Dadurch, dass da halt eben Peeling-Körner drin ist. Aber ich finde die echt gut. Ich habe noch einen Tiegel davon. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob L'Oreal die rausgenommen hat oder nicht. Es gibt ja noch diese kleinen 15 ml. Aber ob da jetzt die Peeling-Maske noch bei ist, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Dann einmal leer geworden die Evelyn Wattepads. Ich fokussiert gar nicht. Da. Ich meine, ihr wisst, wie Wattepad-Verpackungen aussehen. Ich benutze die eigentlich nur noch für meine Fingernägel. Für mein Gesicht benutze ich immer Washies. Was habe ich noch da? Von Glove so 3 komische Pad-Dinger. Also ich habe, glaube ich, 9 Washies, 10 Washies. Und damit mache ich das halt immer ab. Funktioniert wunderbar. Also ich brauche die echt nur noch für Nagellack. Falls ihr irgendeine wiederverwendbare Sache für Nagellack kennt, sagt Bescheid. Also mit den Pöttchen, das ist für mich genauso viel Plastikmüll im Endeffekt. Aber die krümmeln halt so schnell, darum bin ich davon halt immer abgewichen. Jo, falls ihr da was kennt zum Nagellack entfernen, irgendwas Wiederverwendbares, sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare, freue ich mich drüber. Dann haben wir einmal von Balea die Tuchmaske Sweet Mango. Ja, Sweet Mango war das. War meine LE, ich liebe den Duft, der riecht so richtig geil nach Mango-Sorbet-Eis. Total, boah, mega. Also hat an sich nur Feuchtigkeit gespendet, sonst nicht viel. Aber reicht mir halt schon, ne? Dann einmal, ich weiß nicht genau, wie die Marke heißt. Ich nenne sie jetzt einfach Advanced Teeth, okay? Sind Whitening Strips. Habe ich 2 Stück von aufgebraucht. Ich benutze die nicht in so einer Kur, 14 Tage morgens, abends, mache ich nicht. Ich mache das echt zwischendurch mal, lasse die eine halbe Stunde halt drin. Soll man auch eine halbe Stunde drin lassen. Und ich mache das vielleicht einmal die Woche. So, ich habe schmerzempfindliche Zähne an sich, aber klar, ich habe... weiß ich nicht, 15 Jahre lang geraucht. Jetzt dampfe ich. Ich weiß nicht, wie weit das mit dem Dampfen irgendwie Zahnverfärbungen beeinträchtigt. Weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht, keine Ahnung. Aber ich benutze das nur einmal die Woche und mir reicht das auf jeden Fall. Also für mich ist es so okay. Könnt ihr mir auch gerne eure Erfahrungen zu schreiben. Dann einmal von Isana die Augenpads Q10 Antifalten. Ob die jetzt wirklich Faltentiefe reduzieren oder nicht, sei dahingestellt. Ich mag das Gefühl einfach. Das sind diese Pads, die man auf einer Seite auf jeden Fall anfassen kann. Nicht so wie mit den Beauty-Effekt-Pads von Balea zum Beispiel. Ich hole immer die Q10. Die sind einfach wie so ein weiches Gelkissen. Und ich finde das super. Wenn ihr echt schlecht geschlafen habt oder allgemein, ihr fühlt euch ein bisschen doof, müde, verpennt, unwohl. Ich mache mir die immer morgens drauf, laufe dabei durch die Gegend, mache ein bisschen Haushalt, mache mir mein Frühstück oder sonst irgendwas. Und dann nehme ich die halt nach 20 Minuten ab und ich fühle mich danach auf jeden Fall besser. Dann ganz langweilig, Evelyn Kosmetiktücher. Habe ich immer die 200 Stück Packung am Schminktisch. Ihr habt vielleicht beim Get Ready With Me mitbekommen, wenn ich irgendwas an der Hände habe, Primer oder Foundation oder sonst was, ich nehme ein Tuch und gehe halt damit drüber. Wisch damit nochmal meinen Tisch ab, wenn ich den komplett einsaue mit Bronzer oder mit Puder. Habt ihr ja schon gesehen. So, dann einmal von Cien. Gibt's beim Lidl, hatte ich irgendwann mal im Sommer mitgenommen, weil ich kein Deo hatte und ich mich echt gefühlt habe. Fand ich nicht so gut. Macht weiße Flecken, ist extrem pudrig, hat auch so einen pudrigen Sprühnebel, bin ich kein Fan von. Hatte keinen Duft, ist nicht meins. So, da ging die Kamera einmal aus. Ist aber auch nicht mehr so viel jetzt. Ich möchte nochmal auf meine Box hinweisen.
Ich weiß nicht, inwieweit sie darauf fokussiert. Ja, okay. Also mir hat letztes Mal keiner gesagt, ich muss Werbung noch irgendwo extra machen, wenn ich das im Hintergrund habe. Also lasse ich das jetzt einfach so. Dann einmal von einer Marke, die kein Mensch kennt, hatte ich mal auf eBay gekauft. Das Einzige, was hier draufsteht, ist Global Fulfillment Limited. Schlag mich tot. Das sind Crystal Collagen Gold Powder Eye Masks. Kommt wieder ich und Englisch. Finde ich scheiße. Absolut scheiße. Das sind einfach nur gefühlt so Plastik-Patches, die ihr da drauf klatscht und die entziehen eurer Haut eigentlich Feuchtigkeit. Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was ich haben will. Finde ich scheiße. Ich habe noch ein paar. Ich werde sie weiterhin verwenden, weil ich es hasse, mein Geld einfach so wegzuschmeißen und weil ich das auch jetzt keinem schenken will, ehrlich gesagt, weil ich finde die einfach nicht gut. Ich benutze die weiter tapfer und irgendwann müssen die leer gehen. Dann von Balea einmal die Wohlfühlmaske mit Himbeerduft. Die war reichhaltig, so wie es draufsteht, war auch wirklich reichhaltig. Ich mag die. Ich habe mir damals 6, 7 Sachets, habe ich jetzt Sachets gesagt, Sachets von gekauft. Also hatte ich da, weiß ich nicht, 16 Masken von, ne? Also ist ja immer eine Einzelanwendung. Ich finde die gut, ich finde die nach wie vor gut. Die sind auch nicht gekippt oder so, sonst würde ich die halt nicht mehr benutzen. Dann haben wir einmal von Alterra die Aromadusche mit Frangipani und Bio-Pomelo. Oh, war die geil. Die war so geil, aber ich musste die leider trotz anderem Duschgel im Projekt aufbrauchen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, da ist ein Riss drin. Und dann ist mir die halt im Schrank ausgelaufen, weil ich die halt irgendwie, weiß ich nicht, so gelagert habe. Und dachte ich mir, ja scheiße, okay, der Schrank riecht gut jetzt, bis heute. Aber ja, musste ich halt schnell aufbrauchen, darum ist auch mein Aufbrauchprojekt Duschgel nicht sonderlich merkbar leer geworden. Aber mir gefiel das so gut, der Duft ist mega. Also wenn ihr das irgendwie bei Rossmann seht, riecht mal dran, das ist echt gut. So, dann einmal auch noch damals von Rival de Loop die Revital Q10 Straffungsmaske. War okay, würde ich mir nie wieder kaufen. Ich habe früher unheimlich gerne Crememasken benutzt, bis irgendjemand mich mit Tuchmasken angefixt hat. Und ich habe mir bis dahin sämtliche Crememasken immer gekauft, ne? Also braucht man nicht unbedingt. Dann einmal von Sephora, Monoi Fever, die Monoi Moisturizing Hand Cream. Waren auf jeden Fall, Monoi ist absolut mein Duft. Nein, riecht ehrlich gut. Ich habe da so ein bisschen sentimentale Erinnerungen dran, weil ich da mit meinem Freund, ihr könnt ihn ja mittlerweile auch, denke ich mal. Also ich war mit Adrian in Berlin. Und haben wir da auch einen Heiratsantrag bekommen. Also seitdem sind wir verlobt. Darum verbinde ich die Sephora-Sachen zum Beispiel. Gibt es bei uns hier in Bochum nirgendwo. Ich könnte über Galeria Kaufhof oder sonstiges bestellen. Aber darum verbinde ich da noch ein bisschen mehr mit. Ich habe mir damit echt gerne die Hände eingecremt. Oh, wann sieht das schon? Ich werde schon wieder rot. Ich habe mir damit echt gerne die Hände eingecremt. War jetzt nicht das reichhaltigste, hat aber echt relativ gut eingezogen und Monoi ist halt absolut mein Duft. Damals von Yves Rocher total eingenommen gewesen, bis es irgendwann kein Yves Rocher mehr hier in Bochum gab. Macht ja alles zu, ne? Ich habe The Body Shop nur noch im Ruhrpark. Ich habe kein Yves Rocher mehr. Ich weiß gar nicht, ist im Ruhrpark einer? Doch, im Ruhrpark ist glaube ich auch einer. Aber da fahre ich so selten hin. Dann einmal von Glam Glow. Das ist das Youth Mud Treatment. Tingle Exfoliating, ja, exfoliert, also peelt auf jeden Fall. Ist exfolierend ein Wort? Keine Ahnung. Peelt auf jeden Fall, riecht extrem, finde ich, nach Teebaum. Ich weiß gar nicht, ich habe mich nicht so mit den Inhaltsstoffen davon auseinandergesetzt. Ich habe die noch in groß. Ich mag die und so eine, ich glaube hier sind ja 7 Gramm drin, reicht ungefähr für eine dickere Anwendung oder für anderthalb leichte, aber wäre bei anderthalb Masken. Darum, ich habe die aufgebraucht und habe nebenher aus meinem großen Tegel halt den Rest quasi für mein Gesicht genommen bei der zweiten Anwendung. War okay, mag ich. Ich würde mir aber keine Glam Glow Masken mehr kaufen. Dann einmal von Baby Young Care. Das war Intensive Care. Ist, wie gesagt, leer.
Also ihr merkt, es läuft schon besser mit dem Fokus. Glaube ich jedenfalls. Ihr könnt mir auch schreiben, wenn das absolut gar nicht so ist. Der gefiel mir. Den fand ich echt gut. Ich glaube, Baby Young Care an sich gibt es nicht mehr. Ist ja nur noch alles jetzt einheitlich BB. Fand ich gut. Hätte ich mir nochmal geholt. Gibt es aber nicht mehr. Dann einmal von Sanssouci das Aqua Clear Skin Spot auf Pickeltupfer Zeug. Mochte ich absolut gar nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie das Mario Badescu Drying Lotion Zeugs, wo man halt reingeht, die beiden Komponenten quasi hat. Das erinnert mich extrem daran. Ich hatte mit 23 Windpocken und so eine Lotion, die man drauf machen musste und dann ist die halt so weiß angetrocknet. Genau daran erinnert mich dieses Zeug. Darum mag ich das auch nicht. Ich fühle mich eigentlich einfach so, als hätte ich wieder Windpocken. Ich habe es aufgebraucht, hat jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Ich habe halt weiße, komische Tippex-Flecken im Gesicht und ja, wenn ich halt drangegangen bin, waren meine Fingerspitzen halt weiß und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Also es hat nichts gebracht. So, dann einmal die Expert Eye Base von Trend It Up. Die war in meinem Projekt Beauty Bag. Die ist mir leider ausgetrocknet. Ist halt ein Problem, dass Leute haben, die halt viel Make-up sammeln. Zwischendurch geht halt mal was kaputt, kippt, trocknet aus. Kriege ich auch nicht mehr repariert. Normalerweise mache ich das mit Wimperntuschen und Eyelinern so, dass ich Kontaktlinsenflüssigkeit reinkippe. Ein, zwei Tropfen und dann wird das wieder ein bisschen geschmeidig. Kann man hier komplett vergessen. Mit Glycerin oder so funktioniert es auch nicht. Also, ciao. Und dann noch einmal von Rituals, ist auch das letzte Produkt. Die gibt es so auch nicht mehr, die haben komplett umgestellt. Ich habe jetzt die 24-Hour Hydrating Gel Cream. Fand ich gut, war eine bläuliche, ja, sehr, sehr flüssige, gelige, leichte Konsistenz. Vergesst es. Egal, was ich gerade gesagt habe, ich kann das nicht beschreiben. War auf jeden Fall gut, ist super schnell eingezogen, hat auch echt viel Feuchtigkeit gespendet. Wurde alles umgestellt. Ist jetzt alles was mit The Ritual of Namaste. Die haben die normale Hautpflegereihe an sich halt nicht mehr. So, meine Lieben, das war's. Ich schreibe nochmal alle Produkte mit Inhalt, also wie viel drin ist oder drin war. Ne? Schreibe ich euch alles nochmal in die Infobox. Genauso mein Blog, da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Und mein Instagram schreibe ich euch da auch rein. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Video.